Was geht ab, Loco Club? Willkommen zu einem neuen Fußballvideo. Passend zur WM stellen wir die krassesten Tore der letzten WM nach. Oder? Wir machen heute 4 Tore nach. Ein Tor, ein Punkt. Perfekt nachgestellt, 2 Punkte. Okay, wir fangen mit dem ersten Tor an. Wir gucken uns mal an. Wir fangen mit was relativ Leichtem an. Okay. Schön fürs Auge. Sollte einfach machbar sein. Ja, Grundlinie, zack, in der Mitte. Habt ihr gesehen. Grundlinie, Ball kommt rein, flach, zack, hinter uns nicht mit der Hacke. Lange. Nicht schlecht, aber das war kein schlechtes. Ist vielleicht technisch nicht mal so schwer, aber es sieht schön aus zum Reinkommen, bis in den Flow kommen. Ja, let's go. Das kriegen wir hin. Tor. Ja, da sind die ersten 2 Punkte. Was sagt da der Torwart zu, Herr Neuer? Falsches Spiel. Schon mal mit 2 Punkten in Führung gegangen hier, ne? Erste Ansage, Freunde. Jetzt erstmal einen Daumen hoch lassen. Für dich spiegeln wir das Ganze natürlich, damit du mit links schießen kannst. Das ist richtig nett, weil ich bin ja der... Salah! Und der schießt ja mit links, deswegen muss ich auch mit links schießen. Und mein Bein ist gar nicht gebrochen, nein. Okay, vorhin der erste Versuch. Oh! Kurze Ecke, 1 Punkt würde ich sagen. Ja, weil es die kurze Ecke war. Alles hier, ist ja jeder getroffen. Vorlage hier. Die anderen sind schon unter Druck, ey. Alle sind unter Druck. Ey, für Ronaldo ist das kein Problem, Freunde. Ja. Oh, oh! Doppelte Hacke. Zwei Leute haben schon stark vorgelegt. Jetzt muss ich natürlich auch zeigen, dass ich ein echter David Villa bin. Boah, der sitzt sogar noch. Aber besser haben wir gesagt, ist disqualifizieren. Ne? Sagen wir besser 2 Punkte. Komm, Ansage, Bausteller. Ich mach jetzt ein schönes David Villa Tor. Wie heißt er? David Villa. Okay. Hey. Ah, du hast keine Ansage gemacht, du hast nicht gesagt Tor. Ich hätte Tor sagen müssen, das ist Fehler. Aber ich sage immer so, wenn du 2 Versuche hast und auch 2 Punkte, dann bist du gut dabei. Okay, komm, Salah jetzt aber. Ah, du hast schon 1 Punkt sogar, ne? Genau, Freunde, 1 Punkt ist schon in der Haus. Jetzt sollte der 2. Punkt kommen, weil der Holz hier hat ja schon vorgelegen, ne? Und keine Anschließung gemacht. Komm, 2. Tor ist da. Hey, das ist zu einfach für den Spidey, solche Schüsse. Aber es kommen ja noch Volleys. Ja. Mal schauen, ob ich den wieder so gut hinbekomme. Ich bezweifle es, aber diesmal eine Holzi-Vorlage, die ist vielleicht auch nicht schlecht. Starke Parade. Stark. Oh! In Kurzecke. Danke, Bruder. So, das war das erste Tor. Jetzt steppen wir natürlich ein bisschen ab mit der Schwierigkeit. Wie viel steht's? Du hast? 2. 1, glaube ich. 2. 1. Okay. Sehr gut. Alles noch offen. Ihr kennt alle. Ich glaube, das war das wichtigste Tor bei der WM für uns. Flanke, Schürrle. Brustanlage. Der geilste Tor. Unsere Pummelfee, die diesmal leider nicht dabei ist. Grüße gehen raus an dich. Oh. Das ist ein Schuss, der ist von 5 Metern, der ist gar nicht mal so einfach, ne? Das ist so leicht. Komm, ich helfe dir hoch. Auf jeden Fall. Ist ein bisschen spitzer Winkel, aber Freunde... Sieht leichter aus, als es ist, ne? Ja. Also Props an den Mayo. Machen. Kann man schon machen. Okay, Freunde, Lauro Götze ist jetzt in der Haus. Erster Treffer kommt. Das ist lange verschollener Bruder von Mayo. Genau. Mo Salah Götze. Oh, Gott, ey. Deswegen hat mich Jürgi auch nicht mitgenommen, genauso wie der Bruder Mario. Der arme Jürgi, Alter. Der Jürgi. Oh! Jürgi da, Alter. Stehst du richtig, weiß gar nicht, wohin mit dir. Boah, geil. Fast 2-0 hier. Jürgi! Jürgi, wir machen so richtigen. Er hat mich jetzt alle durcheinander gebracht. Ist er der Jürgi Lof? Jürgi oder Jogi? Jürgi. Also Jürgi Lof, Jürgi Lof, Jürgi Lof. Wenn du das siehst, dann nehme ich die Mannschaft mit auf. Ich bin Götze. Du bist Schuputzer. Ich kann im Finale genau das gleiche machen. Guck her.
Oh. War gut. Nächster Durchgang. Müssen wir ein bisschen arretieren. Arretieren? Ja. Ausrichten, justieren, skalieren. Mir ist auch schon sehr gut. Okay. Jürgi, nominier mich auch, Bruder. Geben wir dir einen Punkt oder zwei? Was geben wir dir? Eineinhalb. Komm, nehmen wir zwei, weil du es bist. Danke, Bro. Bester Mann. Was ist da los? Bro. Du musst mit dem Rückenlage, ja? Ja, ja. Oh! Nur mir nicht, den Bra. Ein Punkt, kurze Ecke. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, ja. Okay. So, Freunde, einmal noch kurz die Punktzahl. Du führst mit 3 Punkten. Oh. Du immer noch bei 0. 2 Punkte. 2 Punkte. 2. Auch 2 Punkte, ne? Ja, ich hab 2 getroffen. Wicked ist gut. Rechte Hacke. Linken Fuß, das kommt jetzt zum Kopfball natürlich. Ja, klar. Okay. Das ist krank, oder? Ich bin abgegangen, ich konnte nicht mehr. Ich war eh für Holland. Meiner Meinung nach war es das beste WM-Tor 2014. Stürmer muss heute. Schreibt in die Kommentare, was meint ihr, ist das beste WM-Tor ever 2014? Freunde, erster Versuch von Van Holzi. Muss wieder rasieren. Du siehst eigentlich aus wie Robin. Ja, ich bin Robin. Ey. Ah. Geht direkt rein. Siehst du? Oh. Boom! Van Holzi. 2 Punkte für den Holzi. Freunde, ihr wisst, mein vorigen Leben hieß ich der fliegende Holländer. Deswegen, ich sag mal, wie das geht. Du bist doch der Striker, ne? Also eigentlich muss ja sowas Striker, können. Striker, genau. Ja. Ja. Du ein No-Look. Oh. Oh nein, der hat ja noch gewollt. Unglaublich, dieser Holzi. Was für ein Spielverderber. Oh! Oh! Mein Gott, der war so. Da ist es. Da ist das Ding. Van Loco ist da, Alter. Van Loco. Auch reicht die falsche Ecke, was sagen wir? Oh, null, würde ich sagen. Das ist der Fluch des eigenen Kanals. Na, Spaß. Ja. Ich werde hier. Ich weiß nicht. Sagen wir zwei, komm, bei meinem haben wir auch zwei gesagt. Ja, jetzt boom. Ja. Oh. Hast du mit der Nase getroffen? Mit der Nase. Das war für mich klassisch, aber ein Punkt, muss ich sagen, für den Effort. Geil, Alter. Ein Punkt nur? Ja, war flach, der ging nicht über Torwart drüber. War natürlich keine optimale Flanke davon Snyder, aber ist trotzdem gut verwertet. Ah, ist okay, ja, okay. Das ist ein Tor für 0,1 Punkte. Okay. Bei Alaba ist eigentlich stärker vollkommen. Ja? Ah? Ah? Ja, der oh. Ist da drin? Ja. Ah, ja, toll. Komm, geben wir einen Punkt für. Geben wir einen Punkt für. Okay, das ist korrekt. Ja. Ja, ein Punkt, war ein Tor. Boah, der kommt. Boah, der Torwart ist wie ein Fisch im Netz. Ja. 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 Nächster. Ein Punkt. Ein Punkt, ist okay. Ist okay. So, Freunde, jetzt zum allerletzten Tor. Wir bewegen uns außerhalb des 16ers. Guckt es euch an, Freunde. Ballermann, Drehung. Ja. Das war auch ein Traumtor. Wir machen es natürlich mit rechts, weil wir alle rechtfüßen außer dir. Ja. Easy okay. Going, oder? Das wird sehr easy. Das wird das leichteste Tor jemals auf dem Kanal. Ja, also noch mal kurz Punktestand, damit die Leute Bescheid wissen können. Eli? Tatsächlich 4. Kommen wir ins Bild, ne? Gleich auch 4. Dann kann man nichts mehr sagen. Rames! Ah! Ah! Du hast keine Ansage gemacht. Oh! Oh! Das sind doch klassische 2 Punkte, Alter. Hey, Vorlage. Danke, Bro. Das ist die Führung für unseren. Ich glaube, noch besser wird es heute nicht. Ich bedanke mich für das Zuschauer. Oh! Ah. Der tschechische Kram kommt jetzt. Man nennt ihn noch
Sametschitski. Ja. Oh mein Gott. Der war knapp, der war nicht schlecht. Neue Art von Schusstechnik, Leute, einfach hoch und weit. Einfach hoch in den Himmel rein, ne? Hallo Jungs. Hallo. Hallo. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ging an die Latte. Oh mein Gott. Oh, war das für ein Schuss? Aber der erste war so geil. Der erste, den kann man nicht besser machen, Rames. Machen, hast du gut gemacht, Rames. Vielen, vielen Dank, Mann. Gerne. Oh, den hab ich schon drin gesehen. Oh mein Gott, die kommen immer so gefährlich. Ich glaube, du hast die Challenge gewonnen. Mindestens zwei, wenn nicht drei. Ja, 6-6. Zwei Siege. Ja, boah. Wieder nicht hin. Geil. So, Freunde, das war's fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben vier schöne Tore nachgestellt. Ja. Sehr schön. Einmal noch die Punktzahl zum Abschluss. 6. 6. Du hast auch mitgespielt. 6. 4. 4. Wir haben Ausgleich zwischen uns. Ausgleich. Team broke. Ja, ich hoffe, das Video ist jetzt gerade online, wo die WM angefangen hat. Viel Spaß noch beim WM-Gucken. Was glaubt ihr, wer gewinnt die WM? Brasilien. Ich würde sagen, Panama. Italien. England. Frankreich. England. Ja, lass doch schönen mal Abend ein noch. Abo da. Just do it! Und ja. Ciao. Ciao.